Fangen wir dann an, inshallah. Bismillahi walhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Lillahi ta'ala, fassen wir alle die aufrichtige Absicht für Allah, den Erhabenen. Wir sprechen inshallah über das leise gesprochene Gebet und über das laut gesprochene Gebet. Also as-salat As-Sirriya und As-Salat Al-Jahriya. Die laut gesprochenen Gebete sind das Morgengebet, das Abendgebet und das Nachtgebet. Also Salat Al-Subuh, Salat Al-Maghrib und Salat Al-Isha. In den ersten beiden Gebetseinheiten dieser Gebete wird Al-Fatiha und das, was danach rezitiert wird aus dem Koran, laut rezitiert. Also die Fatiha wird laut rezitiert. Und die Sura nach der Fatiha wird auch laut rezitiert. Wir können nach der Fatiha zum Beispiel eine kurze Sura lesen. Die Fatiha wird also in diesen Gebeten, in den ersten beiden Gebetseinheiten laut rezitiert und auch die Sura danach. Das betrifft denjenigen, der alleine betet und den Vorbeter. Nicht nur der Vorbeter betet in diesen Gebeten laut und rezitiert laut, sondern auch der Muslim, der alleine betet, rezitiert in diesen Gebeten die Fatiha und die Sura danach in den ersten zwei Gebetseinheiten laut. Hier ein wichtiger Ratschlag. Nimm Rücksicht auf deine Brüder und störe sie nicht. Störe sie nicht, wenn sie am Beten sind und störe sie nicht, wenn sie den Koran rezitieren. Imam al-Bayhaqi überlieferte im Werk As-Sunan al-Kubra, dass der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages in der Moschee verweilte und dann die Gefährten hörte, wie sie laut rezitierten. Er sagte dann zu ihnen: Ala inna kullukum yunaji rabbah, fala yu'ziyanna ba'dukum ba'da, wala yarfa'anna ba'dukum ala ba'din fil qira'ati fis salah. Das bedeutet, jeder von euch bittet Allah, so stört einander nicht. Ihr macht Bittgebete und stört einander nicht. Und niemand von euch sollte in der Rezitation oder im Gebet lauter als der andere sein. Also wenn du das Gebet verrichtest, dann achte darauf, dass du die anderen Betenden nicht störst. Und wenn du den Koran rezitierst, dann achte darauf, dass du die anderen, die gerade in der Moschee sind und der Ibadah machen, nicht störst. Die leise gesprochenen Gebete sind das Mittagsgebet und das Nachmittagsgebet, also Salatul Zuhur und Salatul Asr. Derjenige, der eines der Gebete nicht in seiner Zeit verrichtet hat, muss es nachholen. Ich wiederhole nochmal, derjenige, der eines der Pflichtgebete nicht in seiner Zeit verrichtet hat, muss es nachholen. Unser geehrter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Man nama an salatin au nasiyaha. Wer das Gebet verschläft oder vergisst, fal yusalliha iza zakaraha. Dieser muss es nachholen, muss das verschlafene Gebet nachholen und muss das vergessene Gebet nachholen. Er muss es nachholen, wenn er sich daran erinnert. La kaffarata laha illa dhalik. Es kann durch nichts anderes ersetzt werden. Da kann man nicht sagen, ich gebe jetzt eine Spende, anstatt dieses Gebet nachzuholen. Das geht nicht. Das kann nicht durch etwas anderes ersetzt werden. So lehrte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also es ist eine Pflicht, die verpassten Gebete, ob mit entschuldbaren Grund oder ohne entschuldbaren Grund, nachzuholen. Den Beweis dafür entnahmen die islamischen Gelehrten aus diesem Hadith, den wir erwähnt haben und der von Imam al-Bukhari überliefert wurde. Die Gelehrten sagten, denn wenn derjenige, der das Gebet aus entschuldbarem Grund unterlassen hat, das Gebet nachholen muss, dann muss derjenige, der das Gebet ohne entschuldbaren Grund unterlassen hat, das Gebet erst recht nachholen. Dies erwähnte unter anderem Imam al-Shirazi. Und Imam al-Nawawi sagte in seinem Werk al-Majmu',
أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها. Das bedeutet, die angesehenen Gelehrten sagten, sie sind sich einig und sagten, dass derjenige, der ein Gebet absichtlich unterlassen hat, es nachholen muss. Er erwähnte, dass dies ein Konsens der islamischen Gelehrten ist. Und dann sagte er, dass die Aussage derjenigen abzulehnen ist, die sagen, das kann ein Mensch nicht nachholen, das ist zu viel und das hat keine Gültigkeit, wenn er das nachholen würde. Er soll viele gute Taten machen und viele empfohlene Gebete verrichten, damit die Waagschale der guten Taten im Jenseits schwerer ist. Dieser Mensch soll viel um Vergebung bitten und die Reue machen. Imam an-Nawawi sagt, diese Aussage ist abzulehnen und ist ungültig, hat keine Gültigkeit. Also, liebe Brüder und Schwestern, derjenige, der eines der Gebete nicht in seiner Zeit verrichtet hat, muss es nachholen. Derjenige, der Qada hat, der schon eine Woche lang nicht gebetet hat, oder ein Monat, oder ein Jahr, oder zwei Jahre lang nicht gebetet hat, der muss diese verpassten Gebete nachholen. Und darüber herrscht Übereinstimmung, den Imam an-Nawawi rahimahullah in seinem Werk Al-Majmu' überliefert hat. Also achtet darauf, diese Übereinstimmung und diesen Konsens überlieferte Imam an-Nawawi rahimahullah. Wenn es sich um ein laut gesprochenes Gebet handelt, das man in der Zeit eines leise gesprochenen Gebet nachholt, so rezitiert man darin leise. Wie zum Beispiel, wenn man das Morgengebet in der Zeit des Mittagsgebetes nachholt. In diesem Fall rezitiert man dieses nachgeholte Morgengebet, was hier eigentlich ein laut gesprochenes Gebet ist, rezitiert man leise. Warum? Weil man es in einer Zeit, in der ein leise gesprochenes Gebet verrichtet wird, verrichtet. Aber wenn man das Gebet in einer Zeit eines laut gesprochenen Gebetes nachholt, so rezitiert man laut. Wie zum Beispiel, wenn man das Abendgebet in der Nachtgebetszeit nachholt. In diesem Fall rezitiert man das nachgeholte Abendgebet laut. Warum? Weil man es in der Zeit eines laut gesprochenen Gebetes nachholt. Wenn man das leise gesprochene Gebet in der Zeit des laut gesprochenen Gebetes nachholt, so rezitiert man darin laut. Wie zum Beispiel, wenn man das Nachmittagsgebet in der Zeit des Abendgebetes oder des Nachtgebetes oder des Morgengebetes nachholt. In diesem Fall rezitiert man im Nachmittagsgebet laut. Warum? Weil man dieses verpasste Nachmittagsgebet in der Zeit eines laut gesprochenen Gebetes verrichtet. In diesem Fall hat es diese Regel. Hier ein nützlicher Ratschlag und ein nützlicher Hinweis. Wenn der Hinterherbetende, den Vorbeter im Gebet, die Ayah 8 aus der Surah Tut-Tin, أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ rezitieren hört, und diese Ayah bedeutet, ist nicht Allah der gerechteste Urteiler? Wenn dieser Hinterherbeter hört, wie der Imam diese Ayah rezitiert, dann sagt der Hinterherbetende, بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Das bedeutet doch, und ich gehöre zu denjenigen, die dieses bezeugen. Manchmal haben wir diese Situation. Wir lesen gerade die Fatiha als Hinterherbetende und der Imam liest die letzte Ayah der Surah Tut-Tin und sagt, أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Was sollte dieser Hinterherbetende machen, der noch die Fatiha am Rezitieren ist? Er sollte die Rezitation unterbrechen und sagen, Bala wa ana ala dhalika min ash-shahidin, und dann mit der Rezitation der Fatiha weitermachen. Auch wenn der Hinterherbetende gerade die Fatiha rezitiert, sagt er Bala. Aber er sagt nicht Na'am. Er sagt Bala wa ana ala dhalika min ash-shahidin und fährt mit dem Rezitieren von Al-Fatiha fort. Wenn der
Vorbeter das Rezitieren des Suratul Fatiha beendet hat, sagt der Hinterherbetende gleichzeitig mit dem Vorbeter Amin: Es ist empfohlen, es ist Sunnah, dass der Hinterherbeter im Anschluss an Al-Fatiha den Wortlaut Amin gemeinsam mit dem Vorbeter aufsagt. Es wurde überliefert, wenn die Betenden Amin sagen, und es geschah zur gleichen Zeit, als die Engel in den Himmeln Amin gesagt haben, dann wird diesen Betenden vergeben. Möge Allah uns vergeben. Möge Allahu Ta'ala uns unsere Sünden und Fehler vergeben. Allahumma Amin. Hört der Hinterherbetende eine Ayah, in der Name des Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorkommt, dann sagt er: Allahumma salli alaihi. Nicht Allahumma salli alaihi. Vorsicht, das E wird hier kurz gehalten. Also der Imam rezitiert eine Ayah, zum Beispiel Muhammadur Rasulullah. Und du hörst das. Du als Hinterherbetender hörst das. In diesem Fall sagst du Allahumma salli alayhi. Hier auch ein wichtiger Hinweis: Grüßt jemand einen Betenden, so darf dieser den Gruß nicht erwidern. So darf dieser Betende nicht mit Wa alaykumus salam erwidern. Das darf man nicht, weil man hier am Beten ist. Das Gebet wird durch das Erwidern des Grußes ungültig. Also Vorsicht, wenn du am Beten bist und jemand kommt und er wusste nicht, dass du am Beten bist. Er sagt Assalamu alaikum und nennt deinen Namen. Sagst du hier Wa alaikumus salam? Nein. Wenn du ihn zurückgrüßen würdest, dann wäre dein Gebet ungültig. Dasselbe gilt, wenn jemand zum Betenden, oder anders gesagt, das gleiche gilt, wenn ein Betender zu einem Niesenden Yarhamukallah sagen würde. Jemand ist am Beten und hört, wie jemand, der nicht am Beten ist, am Niesen ist. Oder er hört, wie jemand, der am Beten ist, am Niesen ist. Ist egal. Wenn dieser Betende, der das gehört hat, sagen würde Yarhamukallah, dann wäre das Gebet dieses Muslims, der am Beten ist und Yarhamukallah gesagt hat, ungültig. Vorsicht! Wenn du einen Muslim hörst, wie er am Niesen ist oder wie er genießt hat, dann solltest du ihm sagen Yarhamukallah, wenn er Alhamdulillah gesagt hat. Aber nicht, wenn du am Beten bist. Wenn du am Beten bist, sagst du das nicht. Sprechen wir inshallah über das Gemeinschaftsgebet, Salatul Jama'a. Die Muslime verrichten in der Moschee täglich 5 Pflichtgebete in der Gemeinschaft. Mein Rat: Bleibt standhaft im Verrichten der Pflichtgebete in der Gemeinschaft. Wenn jemand fragt, warum, sagen wir, das Verrichten der Pflichtgebete in der Gemeinschaft birgt in sich Geheimnisse und dafür wird man mehr Belohnung erhalten. Allah, der Erhabene, sagt: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Das bedeutet: Verrichtet das Gebet, entrichtet die Pflichtabgabe und verbeugt euch mit den Gläubigen, die sich verbeugen. Diese edle Ayah deutet auf das Gemeinschaftsgebet hin, auf Salatul Jama'a. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Afdalu salatil mar'i fi baytihi illa al-maktuba. Das bedeutet: Es ist besser für den Muslim, das empfohlene Gebet zu Hause zu verrichten, und es ist besser für den Muslim, das Pflichtgebet in der Moschee zu verrichten. Imam al-Bukhari überlieferte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. Das bedeutet, die Pflichtgebete in der Gemeinschaft zu verrichten, ist um das 27-fache besser, als es alleine zu verrichten. Du bekommst 27 Mal mehr Belohnung, wenn du das Gebet in der Gemeinschaft verrichtest. Und für das Verrichten des Nachtgebetes
und des Morgengebetes in der Gemeinschaft erhält man die größere Belohnung. Denn Imam Muslim überlieferte in seinem Werk As-Sahih, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Man salla al-Isha'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisf al-Layl. Das bedeutet, die Belohnung der Person, die das Nachtgebet in der Gemeinschaft betet, ähnelt der Belohnung der Person, die die Hälfte der Nacht betet. Er sagte auch: Wa man salla al-Subha fi jama'a fa ka'annama salla al-Layla kullah. Das bedeutet, und die Belohnung der Person, die das Morgengebet in der Gemeinschaft betet, ähnelt der Belohnung desjenigen, der die gesamte Nacht betet. Das ist eine große Belohnung, die man von Allah erhält. Das Gemeinschaftsgebet hat bestimmte Regeln, die man zu beachten hat. Dazu zählt, der Hinterherbetende muss hinter dem Imam stehen. Achtet darauf, dass ihr hinter dem Imam steht, nicht vor dem Imam. Und der Hinterherbetende darf nicht vor dem Imam die Takbiratul Ihram aufsagen. Das bedeutet, weder vor ihm noch gleichzeitig mit ihm. Also du musst warten, bis der Imam die Takbiratul Ihram zu Ende gesagt hat. Wenn er den Ra-Laut im Aussprechen von Allahu Akbar gesagt hat, dann erst beginnst du mit der Takbiratul Ihram. Also im Gemeinschaftsgebet nicht vor dem Imam stehen und auch nicht auf gleicher Höhe mit dem Imam stehen und nicht gleichzeitig mit dem Imam die Takbiratul Ihram aussprechen und auch nicht vor dem Imam die Takbiratul Ihram aussprechen. Dazu gehört auch: Der Hinterherbetende muss die Absicht für das Gemeinschaftsgebet beabsichtigen. Das bedeutet, es reicht nicht, dass man nur das Gebet beabsichtigt, sondern man beabsichtigt, dass man das Gebet in der Gemeinschaft verrichtet. So beabsichtigt man zum Beispiel im Herzen: Ich verrichte das Mittagspflichtgebet in der Gemeinschaft oder hinter diesem Imam, das geht. Aber dass man im Gemeinschaftsgebet nur das Gebet beabsichtigt, ohne dass man die Gemeinschaft beabsichtigt, das reicht nicht aus. Diese Angelegenheit reicht nicht. Dazu gehört auch, dass man in dem Gebet, in dem leise rezitiert wird, die Fatiha und die weitere Sura danach leise rezitiert wird. Also dieser Hinterherbetende, wenn er in einem leise gesprochenen Gebet betet, dann rezitiert er die Suratul Fatiha und die Sura danach leise. Das bedeutet, in dem Gebet, in dem man leise rezitiert, bleibt der Hinterherbetende leise. Das bedeutet leise bei allen mündlichen Hauptbestandteilen. Er sagt nicht gleich laut wie der Imam oder lauter, sondern er sagt die mündlichen Hauptbestandteile des Gebetes so laut, dass er sich selbst hören könnte. Wenn jemand fragt: Aber manchmal bete ich an einem Ort, wo es sehr laut ist, so dass ich aufgrund des Lärms mich nicht hören kann. Sagen wir, dann rezitierst du so laut, dass wenn dieser Lärm nicht da wäre, du dich selber hören könntest. In diesem Fall reicht es aus. Da musst du nicht lauter sein als der Lärm. In den Gebeten, in denen laut rezitiert wird, rezitiert der Hinterherbetende nur Al-Fatiha leise und hört dem Rezitieren des Vorbeters zu. Das bedeutet, auch im laut gesprochenen Gebet rezitiert der Hinterherbetende leise die Fatiha. Was macht er, wenn er die Fatiha zu Ende rezitiert hat und der Imam rezitiert gerade eine Sura nach der Fatiha? Hier hört der Hinterherbetende dem Vorbeter zu. Der Vorbeter, bei ihm gibt es andere Details. Der Vorbeter jedoch spricht Al-Fatiha, At-Ta'min und eine weitere Sura in den ersten beiden Gebetseinheiten sowie alle Takbirat und Sami'allahu liman hamidah laut.
Das bedeutet, der Imam sagt die Takbiratul Ihram laut. Und im laut gesprochenen Gebet rezitiert er Suratul Fatiha laut. Und die Sura danach auch laut. Und wenn er die Verbeugung beendet hat und sich wieder aufrecht hinstellt, dann sagt er laut Sami'allahu liman hamidah. Und alle Takbirat, die man sagt, wenn man zu einem anderen Hauptbestandteil übergeht, sagt der Vorbeter auch laut. Und den Gruß sagt der Vorbeter auch laut. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Also, wer als Vorbeter beten will, der hat die Regeln zu lernen, die den Vorbeter betreffen. Der Hinterherbetende sagt mit dem Vorbeter gleichzeitig Amin, wie gerade erwähnt. Also der Vorbeter sagt, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Was sagt der Hinterherbetende? Mit dem Imam, mit dem Vorbeter, gleichzeitig Amin. Weil der zweite Teil der Fatiha ist ein Bittgebet. Und nach dem Bittgebet sagen wir Amin. Das bedeutet, O Allah, akzeptiere dieses Bittgebet. Also wenn der Imam Ghayril maghdubi alayhim waladdallin rezitiert hat, sagt der Hinterherbetende mit dem Imam gleichzeitig Amin. Nach der malikitischen Rechtsschule ist es so, dass die Hinterherbetenden vor dem Imam mit Amin beginnen. Also er sagt Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bevor er Amin sagt, haben die Hinterherbetenden schon mit Amin begonnen. Das ist nach der malikitischen Rechtsschule so. Dazu gehört auch, dass der Hinterherbetende dem Vorbeter folgen muss. Und er darf ihm nicht voraneilen. Achte darauf, dass du dem Imam folgst und nicht der Imam dir folgen soll. Nein, du folgst dem Imam und du eilst dem Imam nicht voran. Wann sollte man einem Imam folgen, wenn er eine Bewegung macht? Wenn er sich zum Beispiel zur Verbeugung bewegt. Nicht, wenn er sich gerade noch zur Verbeugung bewegt, folgen wir ihm schon. Nein, erst dann, wenn er in der Verbeugung ist. Wenn er in der Verbeugung angekommen ist, folgen wir dem Imam bei dieser Angelegenheit. Folgen wir dem Vorbeter bei der Verbeugung. Er hat sich wieder aufrecht hingestellt. Erst dann, wenn er sich aufrecht hingestellt hat, folgen wir ihm. Beginnen wir, uns aufrecht hinzustellen. Der Imam will sich zur Niederwerfung bewegen. Er geht von dem Aufrechtstehen zur Niederwerfung über. Wann sollte ich ihm folgen? Wenn er in der Niederwerfung angekommen ist. Nicht, wenn er gerade noch sich zur Niederwerfung bewegt. Sondern erst dann, wenn er in der Niederwerfung angekommen ist, wenn er seine Stirn auf den Boden gelegt hat, dann erst beginne ich mit dem Übergang zur Niederwerfung. Der Hinterherbetende verbeugt sich nach der Verbeugung des Vorbeters. Das bedeutet erst dann, wenn der Vorbeter die Verbeugung ausgeführt hat. Richtet sich wieder auf, nachdem sich der Vorbeter wieder aufrecht hingestellt hat. Nicht davor, sondern erst, wenn der Vorbeter dies ausgeführt hat. Und wirft sich erst dann nieder, nachdem sich der Vorbeter niedergeworfen hat. Also nachdem der Vorbeter seine Stirn auf den Boden gelegt hat. Nicht während er sich gerade noch dahin befindet. Achtet auf diese Angelegenheiten. Möge Allah euch sehr viel Segen und Erfolg geben. Allahumma Amin. Dazu gehört auch, dass man, wenn man alleine mit dem Vorbeter betet, dann hat man darauf zu achten, dass man sich zur rechten Seite des Vorbeters stellt. Mit etwas Abstand nach hinten stellt man sich zur rechten Seite des Vorbeters. Kommt dann eine dritte Person hinzu, stellt man sich hinter den Vorbeter. Man war ja auf der rechten Seite des Vorbeters. Dann stellt man sich hinter den Vorbeter, um mit der hinzugekommenen Person eine Reihe zu bilden. Ein wichtiger Hinweis. Der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wasallam
legte seine Hand auf die Schultern der Gefährten und richtete sie, um ihre Reihen für das Gebet zu richten. Das bedeutet, der Prophet hat vor dem Beginn des Gebetes darauf geachtet, dass die Reihen gerade sind. Er hat sie gerichtet, indem er seine geehrte Hand auf die Schultern der Gefährten gelegt hat, um ihre Reihen gerade zu richten. Und er sagte dabei sinngemäß: Richtet eure Reihen und seid darin übereinstimmend. Das bedeutet, die Fußferse an der Fußferse des Nachbarn, an der Fußferse desjenigen, der neben mir steht. Hier achten wir nicht auf die Fußzehen, sondern auf die Fußfersen. Er sagte sinngemäß, denn wenn ihr darin nicht übereinstimmend seid, dann werdet ihr den anderen gegenüber Abstoßung in euren Herzen empfinden. Das bedeutet, wenn ihr eure Reihen nicht gerade richtet, dann werdet ihr den anderen gegenüber diese Abstoßung in euren Herzen empfinden. Dann seid ihr weit weg voneinander. Eure Herzen sind weit weg voneinander. Das bedeutet, das Richten der Reihen und die Übereinstimmung darin führen zur Verbundenheit und Harmonie der Herzen. Merkt euch diese Regel. Alles, was in der islamischen Religion gelehrt wird und nahegelegt wird, hat Weisheiten. Dahinter stecken Weisheiten. Manchmal sind sie für uns ersichtlich und manchmal sind sie für uns nicht ersichtlich. Schaut mal, in der Regel fällt einem so etwas nicht ein, dass wenn man die Reihen gerade richtet, dann hat das diese Bedeutung, dann führt es dazu. Und wenn man die Reihen nicht gerade richtet, dann führt es dazu. Also wenn ihr lernt, dass der Islam euch etwas nahelegt und dass der Islam euch etwas befiehlt, dann haltet euch daran. Denn das hat Nutzen für euch. Nutzen für euch und für andere. Dahinter stecken Weisheiten. Also die Nichtübereinstimmung führt zur Abneigung und ist etwas, was dem Teufel gefällt. Der Hinterherbetende darf nicht vor dem Vorbeter den Gruß aussprechen. Das bedeutet, wenn der Hinterherbetende den Gruß vor dem Vorbeter aussprechen würde, dann wäre sein Gebet ungültig. Warum hat er den Gruß vor dem Imam gesprochen? Warum hat er den Gruß vor dem Imam ausgesprochen? Er muss erst mal warten, bis der Imam den Gruß ausspricht, bis der Vorbeter den Gruß ausspricht. Wenn er den Gruß vor dem Imam ausspricht, dann ist sein Gebet ungültig. Liebe Brüder und Schwestern, das Gemeinschaftsgebet, sei es im Alltag oder auf der Reise, ist etwas sehr Besonderes. Nicht nur im Alltag beten wir das Gebet in der Gemeinschaft, auch auf der Reise. Das Gemeinschaftsgebet hat im Islam eine hohe Bedeutung und es hat einen hohen Rang bei Allah. Mit dem Gemeinschaftsgebet wird die Anbetung Gottes in den Moscheen offenkundig. Damit zeigt man die Anbetung zu Allah. Das Gemeinschaftsgebet eines Muslims in einer Moschee lässt ihn zu denjenigen gehören, die Allah gelobt hat und denen Allah sehr viel Belohnung versprochen hat. Für jeden Schritt, den man zum Gemeinschaftsgebet geht und macht, erhält man Belohnung. Mit jedem Schritt erhöht sich der Rang und eine Sünde wird vergeben. So wurde über den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lehrte, dass man, solange man sich wegen des Gebetes in der Moschee aufhält, Belohnung erhält. Solange man sich in der Moschee aufhält. Warum hält man sich da auf? Wegen dem Gebet. Man wartet auf das nächste Gebet. Für diesen Aufenthalt, für dieses Warten erhält man Belohnung. Und es geht auch weiter. Der Prophet alaihi salatu wassalam, er sagte, dass die Engel für einen Bittgebete sprechen. Und sie sagen sinngemäß: O Allah, sei ihm gnädig. O Allah, vergebe ihm. O Allah, nehme seine Reue an. Wie lange machen sie das? So lange, bis dieser an seinem Platz ist und von ihm keinen Schaden ausgeht.
Der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith sinngemäß: Soll ich euch darüber berichten, womit Allah die Sünden vergibt und den Rang erhöht? Sie sagten: Gewiss, o Gesandter Gottes. Das heißt, sag uns das, ja Rasulallah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Das Ausführen der Teilwaschung unter schwierigen Umständen, die vielen Schritte zur Moschee und das sehnsüchtige Warten auf das nächste Gebet. Das bedeutet, diese Angelegenheiten sind der Grund für was? Sind der Grund dafür, dass einem die Sünden vergeben werden und dass der Rang der muslimischen Person erhöht wird. Möge Allah eure Ränge erhöhen und möge Allah eure Sünden vergeben. Allahumma amin. Im Gemeinschaftsgebet stehen die Betenden in einer Reihe hinter einem Vorbeter, wie ein fest verankertes Bauwerk, dessen Wände sich gegenseitig Halt geben. Im Gemeinschaftsgebet vereint sich das Wort der Muslime und verstärkt die Liebe zueinander. Im Gemeinschaftsgebet wird Hochmütigkeit und Übertreibung bekämpft. Die Nächstenliebe wird damit vertieft. Denn hier steht der Ältere neben dem Jüngeren, der Reiche neben dem Armen, der Machthaber und der Untergebene. Der einzige Unterschied ist die Rechtschaffenheit. Der einzige Unterschied zwischen diesen Personen ist die Rechtschaffenheit. Im Gemeinschaftsgebet werden Ayat aus dem edlen Koran gehört. Der Unwissende lernt, der Unachtsame erwacht und der Sündige bereut. Und die Herzen füllen sich mit Demut Gott gegenüber. Das Gebet eines Muslims in der Gemeinschaft erleichtert und hilft, demütig Gott gegenüber zu sein. Und man spürt den Unterschied zwischen dem Beten in der Gemeinschaft und dem Beten alleine. Ich erinnere zuerst mich und dann euch daran, dass man sich das Gemeinschaftsgebet nicht entgehen lässt. Das bedeutet, derjenige, der das Gemeinschaftsgebet unterlässt, obwohl er das Gemeinschaftsgebet verrichten kann, diesem sagen wir: Du hast dir das Gebet in der Gemeinschaft entgehen lassen und dadurch die ganzen Vorzüge und Belohnungen versäumt. Du hast all diese guten Sachen versäumt damit. Das tägliche fünfmalige Zusammenkommen der Muslime ist eine besondere Sache, führt zu einem großen Nutzen, nicht nur für diesen Muslim, sondern für die ganzen Muslime, inshallah, die daran teilnehmen. Es führt zu gegenseitigem Kennenlernen und gegenseitige Hilfe, dass man nach dem Gebet zum Beispiel jemandem hilft, jemanden zum Beispiel eine Sache erledigt, lillah, mit einer guten Absicht. Das führt zur Harmonie und zu gegenseitiger Liebe. Der Starke hilft dem Schwachen, der Wissende hilft dem Wissenden, der Lesende, der lesen kann, hilft demjenigen, der nicht lesen kann und so weiter. Der Gesunde besucht den Kranken, der Reiche ist barmherzig mit den Armen und so weiter. Beim Gemeinschaftsgebet stellen sich die Muslime nebeneinander in eine Reihe. Der Große neben dem Kleinen, der Geschäftshaber, Inhaber steht neben dem Arbeiter, der Händler steht neben dem Beschäftigten und der Herrscher neben dem Bedürftigen in derselben Reihe. Sie alle verrichten die Anbetung zu Allah. Dabei ist die Rechtschaffenheit entscheidend. Das bedeutet, die Rechtschaffenheit ist entscheidend, wer gegenüber einer anderen Person den höheren Rang hat. Entscheidend ist, wer du bei Allah bist und nicht wer du bei den Menschen bist. Und einen höheren Rang erlangst du mit der Rechtschaffenheit, nicht mit deinem Aussehen, nicht mit deiner Herkunft, aus welchem Land du kommst, nicht mit deiner Hautfarbe, nicht mit deiner Haarfarbe. Allahu Ta'ala möge uns allen ein gutes Ende geben. Allahumma Amin.
Zum Abschluss, inshallah, erwähnen wir eine Geschichte. Beim nächsten Mal machen wir weiter, inshallah, und erwähnen bei der nächsten Lektion das Freitagsgebet, inshallah. Schließen wir den Unterricht mit einer Geschichte ab. Barakallahu fikum. Hört bitte alle nochmal aufmerksam zu. Die Personen, die sich ein bisschen ablenken lassen haben, hören bitte genau zu. Es wird erzählt, dass der große und geehrte Umar ibn al-Khattab, möge Allah ihm sehr gnädig sein, eines Tages in der Nacht hinausging. Er sah, dass es an einem Ort Licht gab. Er näherte sich diesem Licht und sah, dass dort eine Frau war mit ihren kleinen Kindern. Sie hatte ein Feuer entfacht und auf dem Feuer war ein Topf. Sie rührte den Inhalt des Topfes, während ihre Kinder ihr zuschauten und weinten. Er fragte sie, warum sind die kleinen Kinder am Weinen? Was haben die? Sie sagte, ich habe für sie nichts zu essen. Ich habe für sie keine Nahrung. Ich habe Wasser und Steinchen in den Topf gelegt und rühre sie. Und sie denken, dass ich ihnen etwas koche. Ich rühre so lange, bis sie müde werden und einschlafen. Als Umar das gehört hat, machte er sich sofort auf den Weg, um ihnen etwas zu essen zu holen. Manch einer hat jetzt vielleicht Gänsehaut durch diese Geschichte, aber wie war der Zustand von Umar? Er hat das nicht nur gehört wie wir, er hat es gesehen. Er war nicht egoistisch, er war barmherzig. Er holte ihnen Nahrung, die er auf seinem Rücken trug. Er ging und holte die Nahrung und trug sie auf seinem Rücken. Er hat es nicht akzeptiert, dass jemand anderes die Nahrung trägt. Er kam zur Frau und gab ihr die Nahrung. Und sie kochte die Nahrung und er sah mit seinen eigenen Augen, dass sie und ihre Kinder davon gegessen haben. Danach sind sie eingeschlafen und Umar, möge Allah ihm sehr gnädig sein, ist dann gegangen. Aus dieser kurzen Geschichte entnehmen wir sehr viele Lehren. Dazu gehört, dass wir geduldig bleiben sollen. Schöne Geduld und dann großer Trost von Allah, inshallah. Sei dir sicher, dass sich deine Geduld lohnt. Diese lange Geduld, inshallah ta'ala, wird nicht verloren gehen. Dich erwartet etwas Großartiges nach dieser langen Geduld. Und diese Erleichterung wird dich jede Bitterkeit vergessen lassen. Jede Bitterkeit, die du erlebt hast, wirst du inshallah vergessen. Du weißt nicht, vielleicht ist es eine lange, schmerzhafte Prüfung und danach folgt eine große Erleichterung von Allah. Allahu ta'ala möge euch eure Ziele erreichen lassen. Aber dafür braucht ihr Geduld. Verliert eure Geduld nicht. Schöne Dinge kommen nach schöner Geduld. Auch wenn es schon lange andauert. Und auch wenn es sehr schwer ist, morgen werden wir inshallah vergessen und morgen werden wir zufrieden sein inshallah. Deine Geduld ist die Basis deiner Stärke. Es wird harte Tage geben. Wir sind hier nicht im Paradies, wir sind hier in der Welt, dem Ort der Prüfungen, Plagen und Heimsuchungen. Es wird harte Tage geben, aber sie werden nicht andauern. Egal wie schlecht deine Situation jetzt ist, in diesem Moment gibt es Menschen, die in einer schlimmeren Situation leben als du. Sei Allah in jeder Situation dankbar. Möge Allah uns zu den geduldigen, dankbaren und frommen Muslime gehören lassen. Allahumma amin. Wa subhanallahi wa bihamdihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wa ahsanallahu ilaykum. وجزاك